Ja, ich war ganz kurz in der Pause. Ich hatte ein kleines Zeckenproblem. Ich habe eben entdeckt, dass ich eine Zecke habe. Deswegen wollte ich mir die erstmal ganz kurz schnell entfernen. Finde ich nämlich nicht ganz so angenehm. Zumindest glaube ich, dass es eine war. Und bevor die zuhackt, dachte ich lieber, packe ich sie in die ewigen Jagdgründe. Ich bin nämlich kein Fan von Zecken. Ich habe jetzt keine große Angst vor den Viechern, aber ich muss die auch nicht unbedingt auf mir rumkrabbeln haben. So. Aber schön, dass du reinschaust, Philipp Master. Ich hoffe, dass du noch da bist. Und ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und ja. Mach's dir gemütlich. Hm? Wir sind jetzt nämlich hier noch so ein bisschen bei FF14. Haben bis vor, sag ich mal, eine halbe Stunde Herr der Ringe gezockt. Vorhin dann noch Golf in Dead by Daylight und so. Jetzt lassen wir so ein bisschen gemütlich den Abend ausklingen. Und versuchen uns ein bisschen an der Hauptquest wieder. Pet ist geil. Aber warum funktioniert das hier nicht? Hallöchen. Hallöchen. Der Schokoboy ist schön. Der Schokoboy ist toll. Warte mal. Oh, wahrscheinlich haut sie gleich einmal drauf und dann ist gut. Wenn es jetzt wieder jemand ist, den ich kenne, dann... Hm, ich ruhig. Okay. So. Tatsächlich. Ich kenne sie tatsächlich überhaupt nicht, glaub ich. Ich hoffe. So, ich lerne irgendwie immer Leute hier kennen. Das ist, ja, witzig. Aber, ich weiß nicht. Vielleicht kennt man sich auch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe aber keine Nachricht oder sonstiges verpasst, oder? Nee. Gut, Luna ist es auch nicht. Luna ist zumindest nicht im Chat. Das geht übrigens hier immer so, wenn irgendwelche Leute da sind. Und wenn ich die Leute irgendwie nie kenne. Aber der Schokoboy ist toll. Ja, das geht irgendwie immer so. Also wenn meine zwei, mit denen ich meistens FF14 spiele, da sind, dann werde ich sowieso ständig neue Leute kennen. Hier bin ich mir gerade unsicher, ob ich die Person kenne oder ob ich die Person nicht kenne. Das ist so. Sieh mal so.
Ich habe schon fast Angst vor mir selber gerade. Nussfresser. Ui. Stimmt, so ein Tierchen haben wir auch. Warte mal. Wir haben nämlich auch so ein Tierchen, was bei uns auf die Schulter kann. Weißt du nicht, warte, wie ging das nochmal? Favoriten. Ich glaube auch mit heranwinken, glaube ich. Warte mal. Oh. Wenn nicht doch wenigstens alles mal. Ja. So jetzt. Jetzt habe ich nämlich mein Kätzchen hier auf der Schulter sitzen. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, kenne ich sie, kenne ich sie nicht? Kenne ich sie, kenne ich sie nicht? Von meinen Leuten ist keiner online. Es kann also keiner sein, den ich kenne. Hier ist sonst keiner. Es geht gleich weiter, keine Angst. Ich denke mir gerade so, ui. Dieser Bogen. Ich will diesen Bogen haben. Ich will diesen Bogen haben. Der Bogen ist cool. Bogen ist toll. Ich will ihn haben. So, ich krieg schon wieder nichts mit. Warte mal. Karte. Advanced. Im Moment. Okay, machen wir das oder machen wir das mit Baden? Was macht mehr Sinn? Achso. Halbstein finden. Das ist in Danoskea. Das ist im Südwald. Panstan. Das ist ein Tanalan. Ich glaube, das macht man am besten nebenher, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Komm, doch, wir machen das hier. Müssen wir nur einmal nach Neugridania. Warte mal. Oh. Rückführung. Oh, voll verschluckt. Oh, Energy trinken will gelernt sein, ey. Boah. Das war wohl gleich. Vielleicht treffe ich hier wieder jemanden. Was kriegt Dania? Lass mich raten. Ätheritennetz. Sagen wir dahin. Also wie gesagt, das geht ja nicht ständig so, dass ich irgendwo Leute treffe. Ist schon fast unheimlich. Ist eigentlich noch jemand online, den ich... Ja. Ja. Aber leider... Okay. Glaube ich. Denke ich. Ich habe beschlossen, dass ich nur noch die Sequenzen vorlese. Es sei denn, der Shit nötigt mich dazu. Dann würde ich das natürlich auch vorlesen, aber so glaube ich ja weniger. Weil das meiste ist halt wirklich nicht interessant. Die Sequenzen, die sind cool, da lese ich auch gerne mal was vor. Aber hierbei ist das dann wirklich ja so.
Warte. Dann müssen wir einfach wieder zum Anfang zurück. Ich muss mich auch schon die ganze Zeit bremsen. Ich möchte mir eigentlich ein neues Reittier holen. Aber das kann ich jetzt nächsten Monat machen. Weil ich habe diesen Monat, ich glaube, 2 Nachtzahlungen. Und da sollte ich vielleicht nicht unbedingt bei Geld in irgendwelche Reittiere reinstecken. Oh, da steht sie. Hui. Achso, ich habe ja nochmal einen anderen Begleiter hier drauf. Ich hätte gerne meine dicke Katze. Ich konnte auch hart getroffen. Mich selber nicht, tatsächlich. Das, also, ob meine Familie, die Familie meines Freundes und alles ist relativ verschont geblieben. Aber von Bekannten halt. Ich habe halt einige Freunde, die es dann halt wirklich hart getroffen hat. Ich selber bin toi 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 unverschont geblieben. Bisher hatte ich es auch tatsächlich noch nicht. Deswegen bin ich da ganz dankbar für. Meine Großeltern sind jetzt Gott sei Dank auch weit geimpft. Und ja. Jetzt einfach warten, bis man selber dann auch mal an der Reihe ist und dann so arbeitmäßig auch nicht tatsächlich. Ich habe mich jetzt vor ein paar Wochen tatsächlich selbstständig gemacht. Ich habe dann halt in den letzten Monaten saß ich halt eigentlich eher zu Hause, habe dann halt Pläne gemacht, wie ich vorgehen möchte, was ich machen möchte und wie das dann halt auch im Stream ist. Und ja, jetzt habe ich mich dann halt offiziell selbstständig gemacht. Und da bin ich auch ganz dankbar für. Habe ich meine Ruhe von irgendwelchen Ämtern und ganzen Krams. Ich hatte halt vorher, als Corona angefangen hat, habe ich halt versucht, mein Abi nachzumachen. Und ja, dann wurde natürlich alles dicht gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ganz ehrlich, mich während einer Pandemie durch ein Abi zu kämpfen, das wird nichts. Ich war sowieso schon nicht ganz so gut in einigen Fächern. Deswegen dachte ich dann so, ach komm. Lass gut sein. Juckt nicht. Und ja, dann habe ich mir halt, wie gesagt, Gedanken gemacht, was möchte ich machen. Und ja, jetzt mache ich mich halt mit so einem kleinen Merchandise-Shop für Gaming-Kram und so weiter selbstständig. Möchte halt da so ein paar Sachen verkaufen. Alles im kleinen Rahmen erstmal. Erstmal gucken, ob das wirklich so ist. Ob das wirklich was für mich ist. Ob das läuft. Ob das funktioniert. Ob das auch mit dem Stream nebenbei klappt. Ich habe auch das hier halt angemeldet, alles zusammen. Damit nicht irgendwann jemand steht und sagt, du hast was nicht gemacht, ne? So. Und ja. Mal gucken. Naja, wie es mittlerweile kaum was wert. Das Problem ist, das, was ich damals machen wollte, tatsächlich. Also ich wollte Journalismus tatsächlich machen. Und da wurde mir dann aber, oder halt Journalismus und Buchhandel. Ich wollte tatsächlich auch Buchhändlerin werden. Und bei beiden wurde mir gesagt, nee, das können sie nicht machen, sie brauchen dafür ein Abi. Und da dachte ich mir so, ja, toll. Was verlangt man denn für den Beruf? Und das Einzige, was die mir da tatsächlich gesagt haben, waren, ja, sie müssen die und die Lektüren gelesen haben. Meine ich dann so, ja, die Lektüren habe ich gelesen. Aber was hat das mit dem Job zu tun? Ich kann nicht jedes Buch, was es auf der Welt gibt, kann ich gelesen haben. Gott, deswegen, ich habe viel gelesen. Ich lese auch gerne. Ich habe auch die Pflichtlektüren und alles gelesen. Komme ich alles mit klar. Aber das hat doch nichts mit dem Beruf an sich zu tun. So. Zumindest muss ich dafür keine Bücher auswendig lernen. So, ich weiß, wo ich hin muss. Wo ist denn Sid? Weiß ich, wo Sid ist. Ah, doch, warte mal. Größere etwas. Echt, hattest du auch Abi gemacht? Oder nur versucht? Oder? Also wenn du es erzählen möchtest, du bist ja natürlich nicht so gezwungen. Wie gesagt, ich wollte das halt machen, weil ich halt gewisse Berufe machen wollte.
Ich war dann aber irgendwann so frustriert. Anfangs lief es auch echt gut, aber bei mir war es halt, ich war mündlich grottig. Ich bin halt eigentlich ein Mensch immer gewesen. Ich konnte nicht im Unterricht sprechen. Da war ich halt immer so, jo. Ich weiß es, ich traue mich aber nicht, es zu sagen. So. Komischerweise im Stream klappt es wunderbar. Davon mal ganz abgesehen. Aber ja, deswegen, Abi lief dann halt, wie gesagt, überhaupt nicht gut. Fachabi im Bereich Informatik, bin aber auf Lebensmitteltechnik gewechselt. Informatik stelle ich mir hart vor. Also, ich hatte ja in der Schule dann auch Informatik, wie sagst du, und ich habe gar nichts gerallt. Aber Lebensmitteltechnik klingt aber cool. Deswegen bin ich ja gewechselt. Ja. Ich saß da tatsächlich nur und wir haben ja gerade erst angefangen mit dieser ganzen Materie und ich saß da schon und dachte mir so, yo, was wollt ihr von mir? Auch binärer Zahlencode und was es da nicht alles gab. Und dann mussten wir mit irgend so einem komischen Programm so eine Figur dazu bringen, dass sie sich bewegt. Ich glaube, Scratch hieß das oder ich weiß nicht mehr genau, ich kriege das gar nicht mehr zusammen. Ja, ich hatte in der Informatik eine 6. Ich war da noch schlechter drin als in Mathe oder in Englisch. Was ich konnte, war Physik. Physik konnte ich wunderbar. Physik, Geschichte, Deutsch, Latein. Das waren meine Fächer. Aber damit kam ich leider nicht weit. So, da haben die Lehrer leider gesagt, ja, nee, das reicht aber nicht. Da kommen sie aber nicht auf ihren Schnitt. Ja, das wusste ich selber. Danke für die Info und danke für die wunderbare Hilfe. Aber ich war von der Anfangs war ich von der Schule, wo ich war, echt sehr begeistert, aber irgendwann. Die Lehrer dachten halt auch so, jo, das müsst ihr einfach wissen. Oh, scheiß was drauf. Bei einer sehr alten Schule hatten wir nicht mal einen Informatiklehrer. Wir mussten Zeitung abschreiben für gute Noten. Boah. Ja, ganz toll. Also ich hatte früher auch überhaupt keine Informatik. Es gab Freiwilligenkurse. Aber so Informatik an sich gab es halt nie. Ja. Und als ich dann gehört habe, oh, Abi. Informatik. Erst mit voller Freude hingegangen. Dann dachte ich nur, vor allem wir hatten auch noch, das war so ein typischer Informatiklehrer. So, da war der Unterricht sogar richtig langweilig. So, ja, und dann erzähle ich euch davon. Das ist der Zahlencode. Hundertprozentig, der sitzt einfach nur 24/7 vor seinem PC und macht einfach gar nichts. Der hat das so lustlos rübergebracht. Der hat den Beruf verfehlt. Der hätte einfach vor seinem PC sitzen bleiben sollen und jetzt die Klasse Klasse sein lassen sollen. Im Internet danach geschaut und Copy-Paste. Ja. Das regelt. Das regelt so einiges. Habe ich bei einigen Hausaufgaben dann auch gemacht. Ich habe für gewöhnlich nie irgendwo was abgeschrieben. Informatik. Blö. Eben die Lautstärke geregelt. Oh Mann. Ich habe meine Note teilweise, also ein einziges Mal, das war die Halbjahresnote, die habe ich mit dem Referat hochbekommen. Das war es dann aber auch. Oh. Mein Lehrer war absolut lost. Ich glaube, wie so viele. Also, ich hatte, glaube ich, in der ganzen Zeit, wie ich Schule gemacht habe, nur drei gute Lehrer, wenn überhaupt. 60 plus, ja, sehr geil. Hat bestimmt sehr viel Spaß gemacht. War bestimmt der Brüller. Herrin der Winne. Er hat das Internet gerade entdeckt. Ja. Oh, hups, ich habe das Internet gelöscht. Weißt, meine Großeltern damals, auch über 60 zu dem Zeitpunkt schon, als sie dann tatsächlich ihren ersten Computer gekriegt haben. Und ich weiß so noch, wie mein Großvater mich einmal panisch angerufen hat und meinte mir so, ich So, habe das Internet das gelöscht. sollte halten. Ist wirklich so passiert. Und ich saß am Telefon und dachte, du kannst das Internet nicht gelöscht haben, das geht nicht. Doch, ich habe das Internet kaputt gemacht. Okay. WLAN-Kabel bist du, ja.
Oder? Oh, vor allem, sie hatten dann irgendwann, hatten sie auch einen Laptop. Die Maus geht nicht. Ich finde die Maus nicht. Ja, hast du denn eine Maus angesteckt, beziehungsweise hast du das Mauspad angemacht? Was ist ein Mauspad? Das Ding, was da unten unter den Tasten ist. Nee, das funktioniert nicht. Es funktionierte so gut, dass die Maus einfach die ganze Zeit nur so über den Bildschirm ging. Du hast die Maus gar nicht mehr, du hast den Mauszeiger gar nicht mal mehr sehen können. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Aber sie haben Scheiße gebaut. Oder? Oder der PC ist ausgegangen. War das Netzkabel nicht eingesteckt? Da dachte ich mir auch so. Ja, habt ihr denn das Netzkabel eingesteckt? Was denn für ein Netzkabel? Das Kabel, was bei dem Kauf des Laptops dabei war, wo auch Netzkabel dran stand, was man zusammensteckt, in die Steckdose packt und in den Laptop packt, damit das Ding auflädt. Sowas gibt es? Muss ich das zusätzlich kaufen? Also vor ein paar Sekunden noch erwähnt. Ja, nee, ne? War mit bei. Also. Ey, unglaublich. Das also ist die legendäre Enterprise. Ich bin immer froh, wenn endlich mal was synchronisiert ist. Es gab noch einmal was Gutes, wo wir einen Screenshot machen sollen. Die ganze Klasse hat sich die ganzen Icons gesucht. Wir hatten 2 Stunden Zeit. Ich war nach 2 Minuten Wir fertig. müssen Musste ins dort drei nördliche Stunden warten. Kartas. Garudas Auch nicht Altar liegt schlecht. beim Auch tosenden nicht Auge. schlecht. Also dann, Abflug. Ja! Wir fliegen schon wieder. Ich habe vergessen, mir einen neuen Bogen zu kaufen. Ich habe vergessen, mir Tränke zu kaufen. Darf ich noch mal zurück? Ich will doch noch nicht mit. Ich will Garuda doch noch nicht treffen. Ich habe dieses Schiff gesteuert. Mit meinen eigenen Händen. Mit ein paar Draufgängern an Bord. Solchen wie dir. Ich bin doch gar keine Draufgängerin. Flashbacks. Flashback die vierte. Seit wann habe ich eigentlich diese schräge Brille? Ja, seit vorgestern. Vielleicht. Eventuell. Nein, politisch gesehen. Ein junger Sid. Als Kind habe ich mich ja noch fein rausgeputzt. Ein richtiges Engelchen und ein Wunderkind. Ja, nur da habe ich mich meinem Vater nahe gefühlt. Als Galear wurde ich geboren und als Galear erzogen. Ich lernte Magitech, Maschinenbau, wie mein Vater, und wurde Ingenieur, wie er. Wann war es, als wir aufhörten, miteinander zu sprechen?
damals, als du in das Projekt Meteor hineingezogen worden bist. Könntest du ruhig etwas schneller reden? Was macht es? Er war an deiner Stelle für mich da. Aber er war um nichts besser. Ein Narr, dem sein Ehrgeiz jeden Skrupel genommen hatte. Besessen von der Gier nach Macht. Und ich rannte vor Gaius davon, nach Eosea, und baute hier die Metallwerke auf. Glitzer, Glitzer, Funkel, Funkel. Dieser Zeckenbiss tut echt weh. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich sitzen soll. Das wird... Aha! Ich bin ja froh, dass ich wenigstens das Viechchen 1 rausgekriegt habe. Ja, der erste Angst, dass der Kopf noch drin steckt. Jetzt erinnere ich mich, wie alles begann. Wie ich mit den Abenteurern gemeinsam kämpfte gegen dein Projekt Meteor. Das dich zugrunde gerichtet hat, Vater. Unsere Kunst dient der Freiheit, nicht der Unterdrückung. Das wollte ich zeigen, Vater, dass es noch einen anderen Weg gibt. Die neue Ausrüstung war das sichtbare Zeichen für meinen Entschluss. Dass ich diesen Wind, diesen Himmel vergessen hatte. Der Lichtschein, den ich vorhin gesehen habe, der kam von dir, nicht wahr? Alle Galear haben ein drittes Auge auf der Stirn, weißt du? Vielleicht hat mir ja das auf die Sprünge geholfen. Oder es war einfach Zeit, sich zu erinnern. Geht es jetzt Garuda in den Kragen? Dieses Schiff wurde dafür gemacht, um Helden wie dich an die Front zu bringen. Ich war nie stolzer, die Enterprise mein Schiff zu nennen. Sid, du erinnerst dich an all das? Alfino, ich habe lange gebraucht. Aber jetzt weiß ich alles wieder. Gut, also erst sind wir im Schneckentempo geflogen, jetzt geht's volle Kanne Richtung Garuda. Ich bin Sid Garland, der Chefingenieur der Garland Metallwerke. Auf geht's. Lassen wir die Windbraut nicht warten. Ich will nicht. Das ist wahrscheinlich wieder eine Inie, die es kommt merkbar abzulösen. Ich habe immer noch nicht die Beförderungsdings da gemacht, dass wir vorhin angefangen hatten. Oh. Ja, nett hier, ne? Ich gehe da mal. Das passt mir hier so gar nicht. Wir haben die Mauer durchbrochen. Gleich werden wir Garuda sehen. Nun endlich stehen wir ihr gegenüber, auf das all unsere Bemühungen nicht vergebens sein mögen. Ja,
stundenlang warten. Sehr geil. Warte mal. Teilnehmen. So, dann warten wir mal. Die können wir jetzt gerade tatsächlich nicht tun. Weiß nicht, ob ich von hier aus wieder wegkomme. Bin mir da nicht ganz so sicher. Ich möchte es, glaube ich, auch nicht riskieren. Danke schon mal, ein Unbekannter weiß. Gott, ich werde verrecken. Wie könnt ihr es wagen, mich zu belästigen? Ich will nicht. Habt ihr jämmerlich im Würmer vergessen, wo euer Platz ist? Im Staub der Erde, wo ich euch zermalmen werde. Wobei, sieht cool aus. O12, steh uns bei. Ist das die Windgöttin Garuda? Allein ihr Anblick lässt mir schon das Blut in den Adern gefrieren. Hm? Hallo. Töchchen. Seht ihr, da drüben. Gefangene Amalja und Kobolde. Sollen sie Garuda geopfert werden? Ja, lachen kann sie mit selber. Das ist gut. Sprecht, närrische Sterbliche. Was führt euch hierher? Warum sollte ich euch nur einen Augenblick lang auf meine Aufmerksamkeit zuteil werden lassen? Garuda, wir sind gekommen, um dir ein Ende zu bereiten. Ja, dann geht's schneller. Wie amüsant. Das Gewürm begehrt gegen die Herren der Winde auf. Doch eure blasphemischen Worte werden euch in euren Händen stecken bleiben. Zu Boden mit euch, in euren Hälsen. Werft euch in den Staub und winselt um Gnade und jetzt kämpft bitte. Das Gewürm, wie du uns nennst, ist durch die Luft geflogen und hat deine Barriere durchbohren. Ist keine Macht über uns, Garuda. Glaubt ihr wirklich, mir die Stirn bieten zu können? Und das ausgerechnet hier, in meinem Reich, ihr seid nichts weiter als Kriechtiere, die von Fliegen träumen. Der Wind wird euch zerfetzen und euer Blut in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Mach doch mal hin, hier. Ganz ehrlich. Wird auch nicht jünger. Überlass das Fehler für uns und kümmere dich um Garuda. Du kannst sie bezwingen. Wenn wir heute siegen, können wir Eosea von dem Prima retten. Los, kämpfen für die Morgenröte. Mittig ist geil. Darf ich jetzt? Darf ich? Darf ich auf die Fräse aus? Du erbittest also die Gnade, durch meine Hand zu sterben? Nun gut, sei sie dir gewährt. Doch denke nicht, dass ich Gnade walten lasse, sobald dich grenzenloser Schmerz deine Torheit begreifen lässt. Ich werde sterben. Ich finde, gerade diese Szenen hätten sie mal mit Audio versehen können. Wenn sie damals nicht viel Geld hatten, aber... Oh, macht mir Angst. Jo, das ging mal schnell. Alter. Ich will auch super lustig sein. Ich werde sterben. Sterben. Ich werde einfach nur sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich bin so ein Schisser, ey. Nein. Doch. Ja, nein, doch. Oh.
Sag schon mal danke. Aber die Musik war echt cool. Oh je, geht's noch weiter? Kann das sein? Okay, es geht noch weiter. Eure Bemühungen sind zum Scheitern verurteilt. Ihr seid machtlos gegen mich. Dachtet ihr, Würmer tatsächlich über eine Göttin triumphieren zu können? Sie hält sich für cool, oder? Zerschmetter sie. Bitte sie. Sie ist ein Feuer durchs Herz. Wisst ihr, dass meine Macht grenzenlos ist? Meine treuen Kinder haben mir unzählige Kristalle geschenkt, die mir Kraft geben. Ganz gleich, wie sehr ihr euch windet. Eurem Schicksal werdet ihr nicht entkommen. Je mehr ihr mir schadet, umso lauter werden die Gebete meiner Kinder erklingen. Es ihr Unwissenden ist der Qual wahre Stärke. Der Quell wahre Stärke. Kein anderer Gott kann mir mehr in die Quere kommen. Alle Kristalle gehören mir. Mir. Mir allein. Ich, Garuda, bin die einzige wahre Göttin. Sehr von sie eingenommen. Mist, wir haben keine Chance gegen die, solange die Kraft aus dem Gebeten der X-Zeit zieht. Wir müssen die Vögel zum Schweigen bringen. Mach sie fertig. Okay. Gut ist dort noch. Meine Kinder, werdet ihr keinen Fehler krümmen. Das ist erst der Beginn, ihr kriechendes Getier. Alle, die sich mir entgegenstellen, werden hinfortgerissen von meinem Sturmwing. Gut. Die Waldwürmer werden ihr Urteil bald erhalten. Die Wüsteninsekten wird kein Mäuerchen helfen, um meinen Wirbelwind abzuhalten. Und ihr Sägetier von Limsa werdet vertrocknen in meinem Tornado der Rache. Zittert, ihr Erdenwürmer, denn ich werde euch hinwegfegen. Alles ist mein. Und dich, kleine Sterbliche, wird es teuer zu stehen kommen, dass du mich herausfordern wagst. Nicht nur verlieren wirst du dein Leben, ich werde es bekommen. Diene mir, Staubkriecherin, für den Rest deines elendigen Lebens. Ihr redet zu viel. Was? Ich habe dich beeinflusst. Ich besitze dich. Deine Seele gehört mir. Dann wird es wohl aufzufliegen, ne? Ja. Yep. So, ein Kristall mehr in unserer Sammlung. Was hast du mit mir gemacht? Der Kristall! Kein Sterblicher darf über solche Kräfte verfügen. Wie entziehst du dich meiner Macht? Mit einer Menge Fantasie. Da. Nach 3 Stunden bin ich auch mal durch. Könnt ihr es? Ja klar, das könnt ihr wieder synchronisieren, ne? In den Staub mit euch! Sterbt! Es ist vorbei. Was? Was haben diese für Stimmen? Ist das alles? Zu mehr bist du nicht imstande, Garuda, Herrin der Winde.
Ah, Garuda, ja. Hallo, Luna. Die grausamste der Primae, die kaltblütigste, die allermächtigste, das ist deine ganze Herrlichkeit. Gaius? Gaius Optus. Oh, wie lange ist das her, Sid? Seit du vor deinem Vater weggelaufen bist, vor deinem Land und vor deinem Volk. Wohin willst du als nächstes laufen, Junge? Ich das Spiel aus der Japanischen. Also so schlimm finde ich teilweise einige Stimmen gar nicht, aber es gibt dann, wie zum Beispiel bei den Xal, wo ich mir dann denke so, yo, nee, bitte was? Nicht. Aber ich spiele die meisten Spiele auch lieber mit japanischen Vorausgabe. Was habt ihr hier eigentlich vor? Hm? Klingt einfach was? Geiler. Ich jedenfalls habe weit Größeres im Sinn. Ich muss jetzt aber nicht gegen dich kämpfen, oder? Bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 haut einfach ab. Okay, das möchte ich haben. Das ist cool. Größeres? Du willst Größeres? Ich bin die allerhöchste aller Götter. Die alles Übertreffende. Nee, ich glaub nicht. Ah, der Kristall hilft dir also. Das ist ein niederträchtiger kleiner Trick. Nicht immer meiner, nee. Wenn das so ist. Oh nein. Oh nein. Was hat sie vor? Wo kommt denn jetzt? Steh uns bei, Ifrit. Ich hab so ein bisschen Schiss. Großer Gebieter, Titan, so. Okay, die klingt lächerlich. Die Amalja, die Kobolde, sie wird doch nicht. Ich komme jetzt aber nicht direkt in eine andere Instanz, oder? Ich hab Angst, ich will das nicht. Kann die mal einer töten? Boah, du Scheiße gerade. Nee, ganz schlechte Idee hier. Hallo. Nein, sag hier nochmal. Das ist unglaublich. Los! Weg hier! Schnell! Ich glaube, der Plan ging einfach nach hinten los. Nächstes Mal kommt einfach mit einer Armee. Ihr minderen Götter, gebt mir eure Kraft, damit ich unbesiegbar werde. Sollte mal was gegen ihre Nase tun. Vielleicht sieht es am aus. Nun werdet Zeugen der Macht des Galäischen Reichs. Oh nein. Oh Gott, was bist du? Ich will gegen das Ding nicht kämpfen. Hallo DJ The Fusion. Schön, dass du einschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Herzlich willkommen hier. Dies ist die Krone der antiken allergischen Technologie. Was willst du? Blick. Entschuldigung. Wow. Haben wir in der Luft gefangen? Nein! Also so viel nochmal dazu, dass ich die mächtigste ist, ne? Ich wurde so gut.
Was für eine Kraft! Ihr Götzen! Euer Ende ist da! Das wär's bei dir. Bei mir auch, bei mir auch. Lassen wir jetzt hier noch gemütlich den Abend ausklingen. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen mit bei den Sandboten. Mit jedem Prima-E, den sie absorbiert, wächst die Kraft der Ultima-Waffe. Komm in Katzenkörbchen. Was für ein großartiger Anblick. Wen die Kraft verlässt, der verglüht wie ein Stäubchen im All. Die Krieger des Lichts, die euch bei Karteno gerettet haben, sind tot. Und was tut ihr nun angesichts dieser Macht mit eurem lachhaften Haufen von Bauern und Lumpen? Fragt eure Anführer und sie mögen entscheiden. Ich möchte gar nicht wissen, wie hoch das Budget war für diese Szene. Also, dass sie synchronisieren konnten. Die komplette Szene. Wahrscheinlich ging dafür das komplette Budget drauf. Was war das eben? Was ist da gerade passiert? War der Mann in der schwarzen Rüstung? Ja, Legatus Gaius van Belsa. Feldherr der 14. Kaiserlichen Legion des Galäischen Heeres, der Erzfeind Eoseas. Ach, findest du der Erzfeind? Dann ist das also der Galäische Wolf. Den Namen habe ich so oft in Großvaters Büchern gelesen. Ich war nie so naiv zu glauben, dass er die Pläne aufgegeben hat, Eosea zu unterjochen. Aber das hier... Die Gallier waren jedenfalls nicht untätig, während ich meine Erinnerung verloren hatte. Was hat die Allianz in all den Jahren nur getan? Nichts. Wir konnten nichts in Erfahrung bringen. Sie müssen im Verborgenen gearbeitet haben. Vor der Katastrophe begannen sie, überall ihre Stützpunkte zu errichten. Aber mehr schienen sie nicht zu tun. Verflucht, Gaius! Was bei den sieben Höllen hast du vor? Immerhin hat der Garuda unschädlich gemacht. Wenn auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Bin noch nicht sicher, ob das wirklich so der Sinn war. Die Primae werden sich jedenfalls eine Weile ruhig verhalten, da sie die gefürchtete Windgöttin vernichtet sehen. Dafür müssen wir uns mit Gaius neuem Spielzeug herumschlagen. Diese Waffe ist die größte Bedrohung für Eorzea. Wir müssen sie aus der Welt schaffen. Aber nicht heute. Wir brauchen eine Pause und einen neuen Plan. Lass uns zu den anderen im Sonnenwind zurückkehren und die Lage in Ruhe überdenken. Bedenken klingt gut. Die Hoffnung ist noch nicht verloren. Die Morgenröte wird kommen. Ganz bestimmt. Wir fliegen davon. Bye, bye, Juliemont. So. Oh, wieder zurück auf dich.